der Deal zu Copyright steht. Wenn das Parlament final zustimmt, bekommen wir Upload-Filter. Artikel 13, Hashtag Artikel 13, Save Your Internet. Ja, der Upload-Filter. Wir haben den Upload-Filter in Trilog, durch die Trilog-Handlungen, Verhandlungen bekommen. Da haben wir den Salat, wo wir hier schon am Beet bauen sind. Und jetzt müsst ihr Aufruf weiterkämpfen, nicht aufgeben. Ja, ich weiß, dass die... Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodim, seid gegrüßt zu einer Gartentür, zu einem außerordentlichen, außer einem unregulären Part Minecraft Anno. Da werden wir wohl irgendwann noch den Berg ein bisschen abbauen müssen. Ja, ich werde das Video jetzt so schnell wie möglich fertig kriegen und hochladen, damit das ja dann auch aktuell noch irgendwie hochkommen kann. Zaun ist alle oder was? Muss man noch ein bisschen Holz holen für den Zaun, für den Gartenzaun. Erstmal wird Nacht. Ja, heute mal dieses außerordentliche Minecraft Anno Video, weil ich über ein bestimmtes Thema reden muss. Ja, das ist gerade ziemlich aktuell. Und da müssen wir mal drüber reden. Ja, wie ihr schon im Thumbnail und wahrscheinlich auch im Titel irgendwie schon gesehen habt, es geht um nichts Geringeres als den Artikel 13, der jetzt vom EU-Parlament gestern durchgewunken wurde. An dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, wurde der Artikel gestern im EU-Parlament durchgewunken. Und da müssen wir mal ein bisschen drüber reden, weil das wird meinen Kanal eventuell ziemlich stark treffen. Vorausgesetzt, er wird dann final dann auch im April bestimmt. Fakt ist jedenfalls, der Artikel 13 wurde im Europaparlament durchgewunken in den Trilogverhandlungen. Also Quatsch, er wurde nicht im Europaparlament durchgewunken, er wurde im Europaparlament in den Trilogverhandlungen, das muss man dazu sagen. Also in den Unterhändlergesprächen erstmal bestätigt und durchgewunken. Ja, ich sag so oft durchgewunken. Und final muss da jetzt erstmal im Parlament abgestimmt werden. Das wird im April voraussichtlich passieren. Da werden sich die Abgeordneten des EU-Parlaments noch einmal treffen und darüber abstimmen. Bis dahin ist noch alles offen. Naja, alles offen nicht. Das Ding ist erstmal
Strich gewunden worden und steht jetzt an einer ziemlich schlimmen Art und Weise auf dem Papier. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel behaupten und sagen, was dann eh nur falsch ist. Deshalb habe ich hier gerade, ich muss hier gerade mal kurz den Controller zur Seite legen. Bevor ich hier irgendwas mutmaße oder sowas, lese ich hier die Tweets von allen Leuten vor, die dabei waren. Ja, hier habe ich unter Hashtag Artikel 13, in der es unter anderem mit dem Artikel Hashtag nie mehr, also mit dem Hashtag nie mehr Artikel, ich bin heute ziemlich durcheinander. Verzeiht's mir. Oh Mann, ich weiß nicht, wie viel man davon ausstellen kann, aber ja, ich bin wirklich, also, ich bin durcheinander. Ich hatte gestern, ich hatte eine ziemlich schlaflose Nacht, man merkt es mir vielleicht an. Ich habe da wirklich den ganzen Abend und die ganze Nacht noch dran gehangen und war ein Thema, was mich wirklich interessiert hat. Und heute früh ja sehr, sehr, sehr früh raus. Hab mir die Nacht um die Ohren gehauen. Wegen dem Artikel 13. Ja, die Julia Reda, das ist eine der Europaparlamentsabgeordneten, die am Mittwochabend, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Mittwochabend war das. Und da war sie mit dabei, die ist mit dabei gewesen. In der Abstimmung zum Artikel 13, in der noch nicht finalen, aber doch wegweisenden Bestimmung. Da muss das Ganze jetzt hier mit Erde auskleiden. Ja, die Julia Reda von der Piratenpartei war mit dabei am Mittwochabend und hat sich natürlich für gegen Artikel 13, laber ich hier schon scheiße, eingesetzt. Ich lese mir kurz vor. Ich sage die ganze Zeit, ich will hier keinen Schwachsinn labern, tue es aber trotzdem. Verzeiht mir, ich bin wirklich heute neben der Spur. Tja. Einigung über endgültigen Text erzielt, das droht mit Hashtag Artikel 13 und der EU-Urheberrechtsreform. Da hat sie mal das Ganze nochmal verlinkt. Können wir gerade mal drauf gucken, wie das Ganze aussieht. Ja, das ist jetzt hier der Blog von Julia Reda zur Urheberrechtsreform. Was ist im endgültigen Text enthalten? Was steht im endgültigen Text? Bisher steht nur der englische Text zum Artikel 11 und Artikel 13 zur Verfügung. Hier meine Zusammenfassung. Oh, die Zusammenfassung, die könnten wir uns mal durchlesen. Das ist gut. Artikel 13 Uploadfilter, das ist vielleicht mal interessant. In Stichpunkten. So, was haben wir nicht mit dabei? Die Eimer brauchen wir mal hier. Ja, kommerzielle Webseiten und Apps, wo Nutzerinnen veröffentlichen können, müssen bestmögliche Anstrengungen, ja, vorab Lizenzen zu erwerben für alles, was ihre Nutzerinnen möglicherweise posten können. Also alle Inhaber der Website, die unter das Urheberrecht fallen, eine unmögliche Aufgabe. Ja, also kurz gesagt, es müssen von Kleinstwebseiten Lizenzen erworben werden. Und es muss unmöglich gemacht werden, dass Urheberrechtsverstöße passieren. Das klingt schon im Ansatz
mit gesundem Menschenverstand gesagt, klingt das schon unheimlich bescheuert und einfach nur unmachbar. Ja, zusätzlich müssen alle Dienste außer die allerkleinsten und allerneuesten, ja, das sind aber dann wirklich nur die allerkleinsten. Nein, YouTube betrifft das nicht. YouTube ist nicht klein. Was müssen die? Moment, ich muss mal hier mich gerade konzentrieren. Ich kann da gleich weiterlesen. Sekündchen, Papündchen. Zusätzlich müssen alle Dienste alles in ihrer Macht Stehende tun, um Inhalte von vornherein zu blockieren, bei denen es sich um unerlaubte Kopien handeln könnte. Das klingt alles viel zu irreal, um umgesetzt zu werden. Sie müssen aktiv nach Kopien von Werken und Teilen davon Ausschau halten, die Rechteinhaber bei ihnen hinterlegt haben. Das geht nur mit Upload-Filtern, die naturgemäß sowohl sehr teuer als auch sehr fehleranfällig sind. Ja. Das sind, ja, solche Sachen. Also, ein Upload-Filter kann eigentlich nicht wirklich vernünftig funktionieren. Das ist schon, müsste eigentlich jedem klar sein, eine Maschine, die darauf gucken soll, ob denn was illegal ist. Ja, Gaming-Inhalte, also Let's Plays, sind am Arsch, ganz offen gesagt. Und ja, zum Beispiel hier jetzt das Vorlesen von dem Text auf der Website. Woher soll denn der Upload-Filter wissen, ob das in Ordnung ist, ob das genehmigt ist? Ich weiß es ja selbst nicht. Ich gehe davon aus, dass es jetzt in Ordnung ist, dass ich das jetzt hier im Video vorlese, um das klar zu machen, dass es der Julia Reda einigermaßen in Ordnung geht, also dass das für die in Ordnung geht, dass sie da ihr ein Verständnis geben würde, dass ich das zu Aufklärungszwecken vorlese. Aber so ein Upload-Filter, jetzt mal als Beispiel bei diesem Text, würde es erstmal sehen, würde erstmal, oder ja, das ist erstmal die Frage, wie sieht so ein Upload-Filter, dass ich einen Text vorlese hier in diesem Video. Das ist schon, das ist ja, darüber nachzudenken, das ist so, sich darüber meinen Kopf zu zerbrechen, das ist schon so surreal, dass man, also das ist, ja. Oh, scheiße. Jetzt habe ich den Weg überschwemmt. Am Wasserruhe heißt es jetzt hier. Ja, sollte ein Gericht jemals feststellen? Sollte jemals. Ja, das ist jetzt hier auch schon wieder. Das sind Konjunktivformen. Heißt das so? Konjunktiv? Ja. Ich glaube schon, diese könnte, hätte, sollte, würde, diese Form, wenn denn, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, hätte der Hund nicht geschissen, hätte der Hase gefangen. Sollte ein Gericht jemals feststellen, dass ein Dienst nicht genügend Anstrengungen zur Lizenzierung oder Filterung unternommen hat, wird dieser für Urheberrechtsverletzung seiner Nutzerin direkt haftbar gemacht. Was ja schon prinzipiell gut ist, was ja schon eine gute Sache ist. Was, ja, nur vorteilig für die Creator sind, aber halt, ja, in der Umsetzung. Ich sag ja immer, jetzt, also ich lese das jetzt nicht vor, das ist freier Text von mir. Das erkennt man aber, glaube ich, auch, wenn ich selbst rede, wenn ich vorlese. Ich sag's immer wieder, was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich immer wieder sagen? Mir ist es entfallen. Urheberrechtsverlust. Ach so, ja, das wollte ich sagen. Ich bin sehr für
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Ich bin schon sehr stark dafür, dass die Urheberrechtsgesetze mal ein bisschen, dass da mal ein bisschen was dran getan wird, weil es ist schon ein bisschen, ja, da muss auf jeden Fall was passieren, aber ich denke auch, dass ein Upload-Filter in Artikel 13 da alles andere als das Richtige ist und dass das einfach der falsche Weg ist. Also Copyright-Bestimmungen und so weiter ist schon wichtig, ist auch richtig, ist gut. Aber ja, ich sage immer, da müssen Menschen drauf gucken und das geht halt ja nur bedingt, ist halt nur bedingt möglich. Also zum Beispiel Let's Plays, also ja, Let's Plays würden von so einem Upload-Filter ganz schlicht und einfach weggestrikt und weggesperrt, wären sie ja eh schon. Also es gibt auf YouTube ja schon ein Content-ID-System, also so ist es nicht. Ein ID-System, was schon Urheberrechte kontrolliert und da drüber geht und guckt, ja, manchmal auch Videos weltweit sperrt und so weiter. Letztens erst bei mir passiert. Der Lego-Movie. Habe ich da jetzt was gespoilert? Vielleicht. Kommt drauf an, wann das rauskommt. Ja, ich habe da wahrscheinlich was gespoilert. Sorry. Kann schon sein, dass ich da was gespoilert habe. Jetzt habe ich zu wenig Wasser geholt. ja, lesen wir mal weiter. Also für Urheberrechtsverletzung seinen Nutzern wird es strafbar gemacht, haftbar gemacht, als ob die Betreiberfirma sie selbst begangen hätte. Die Drohung wird dazu führen, dass Dienste bei der Befolgung des Gesetzes sogar überschießen werden, um auf der sicheren Seite zu sein. Mit um so mehr Einschränkungen für unsere Redefreiheit. Das zu Artikel 13 zusammengefasst, was das bedeuten wird. Dann gibt es auch noch einen Artikel 11, das Leistungsschutzgesetz. Das auch mal kurz zusammengesetzt, zusammengefasst. Bin ich denn hier gelandet? Ja. Zack, Wasser holen. So. Sekunde. Lese ich mal ganz schnell vor. Die Lizenzversion des EU-Leistungsschutzrechts ähnelt stark der in Deutschland bereits gescheiterten Fassung. Bloß, dass es viel mehr als nur Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren betrifft. Lesen kann ich heute auch nicht mehr. Alles klar. Die Wiedergabe von mehr als einzelnen Worten oder sehr kurzen Textausschnitten von Nachrichten wird eine Lizenz erfordern. Darunter fallen wahrscheinlich viele jener Anreißer, die heute üblicherweise als Text-Links angezeigt werden, um darzustellen, wohin dieser führt. Gerichte werden letztendlich interpretieren müssen, was sehr kurz in der Praxis heißt. Bis dahin wird beim Setzen von Links mit Anreißern große Unsicherheit entstehen. Nächster Punkt, keine Ausnahmen. Selbst für Dienste, die von Einzelpersonen oder Kleinunternehmen betrieben werden. Darunter fallen wahrscheinlich auch Blogs und Webseiten, die auf irgendeine Weise monetarisiert werden. Also Werbung enthalten oder ähnliches. Ja. Und da gibt es noch einige weitere Punkte, die wir jetzt nicht vorlesen müssen. Aber so sieht es erstmal aus. Ja, das sind Artikel 13 und Artikel 11. Die jetzt, also kurz zusammengefasst waren das die Artikel im Wesentlichen, die jetzt in den Trilogverhandlungen durchgewunken wurden und die uns blühen, wenn
im April das EU-Parlament für Artikel 13 stimmt. Ja, was kann man dagegen machen? Also ich werde euch nochmal unten in der Videobeschreibung, geht da diesmal wirklich hin. Da gibt es einiges zu finden. Da werde ich euch diesmal ganz viele Videos verlinken. Ich werde euch ganz viele Zeugs verlinken zum Uploadfilter und so weiter zu Artikel 13, dass ihr halt nicht nur mein blödes Geschwafel gelabere, sondern müsst ihr das euch mal hier, guckt es euch mal an, nehmt euch mal Zeit dafür und guckt euch mal an, was da andere YouTuber und die Videos, die ich da verlinke, auch noch sagen. Wird euch auch nochmal zu Julia Reders Twitter-Kanal und so verlinkt und wird da einiges noch reinpacken, was interessant für euch sein könnte. Und was ich auch noch reinpacken werde, ist die Petition, die ihr natürlich auch noch weiterhin unterschreiben könnt. Und noch ist es nicht vorbei. Und auf saveyourinternet.com könnt ihr, das werde ich euch auch noch verlinken, euren EU-Parlamentariern eine Nachricht schreiben, eine E-Mail schreiben, dass sie gegen den Artikel 13 stimmen sollen. Ja, weil die lieben CDU-Kandidaten, die da gegen, also die dafür stimmen für den EU-Upload-Filter, die werden bestimmt auch Interesse haben am 26. Mai. Ja, am 26. Mai, passt auf, sind Europawahlen. Die werden großes Interesse daran haben, wiedergewählt zu werden. Und ja, da könnte man ja mal sagen, Sie, lieber EU-Parlamentarier, haben die Pflicht, im EU-Parlament die Interessen des Volkes zu vertreten, also unsere Interessen. Und wir sind gegen Artikel 13, gegen den Upload-Filter. Also wenn Sie wollen, dass wir Ihnen unsere Stimme geben, dann stimmen Sie bitte für Artikel 13. Also bitte nicht wortwörtlich in die E-Mail schreiben, was ich hier gerade sage. Da kann man auch so ein bisschen seine Geschichte erzählen. Es ist immer besser, so eine persönliche E-Mail zu schreiben, als den Text von der Website zu nehmen und da irgendeine vorgefertigte Mail zu schicken. Die landet dann nur in einem Spam-Filter. Die wird dann nur gefiltert. Notfalls kommt sie gar nicht an. Im schlimmsten Fall wird sie nicht gelesen. Also nehmt euch mal Zeit dafür und schreibt da mal was Tolles. Eine Kuh ist hier im Beet. Schaut euch mal an, welcher der Parlamentarier noch dagegen stimmt und vielleicht in eurem Wahlkreis ist und da vielleicht in Frage käme und da ja, für euch gewählt werden könnte. Und geht den mal ein bisschen auf die Nerven und sagt mal, ja, so geht das nicht. Ihr wollt gewählt werden, tut auch mal was dafür. So sieht's aus. Finde ich jetzt hier noch ein wunderhübsches Bild auf Twitter. Am Ende eines Trilogs gibt es ein Gruppenfoto der MDEPs, die den Deal unterstützen. Hier freut sich Axel Voss mit seinem Kollegen Botonet von der rechtsradikalen antieuropäischen ENF. Lasst euch nichts erzählen, die Rechten wären gegen Artikel 13. Ja, das wären sie. Der Axel Voss, das ist der Typ von der CDU, der Herr Voss,
der das Ganze ins Laufen gebracht hat, der hat den Artikel 13, den Vorschlag ins Parlament eingebracht. Das ist der Doofkopf, der die Idee hatte und der nach wie vor für den Artikel 13 ist. Stärkster Verfechter von Artikel 13, an den braucht ihr keine Mail zu schreiben. Das ist verschwendete Lebenszeit. Der wird nicht mehr dagegen stimmen. Anderen Parlamentarier, der noch dafür ist, schreibt ihn mal an und sagt: Lieber Parlamentarier, da ist ein Artikel 13, den wollen wir nicht. Stimmen Sie dagegen. Ja, Lynn hat auch irgendwas dazu getwittert. Ja gut, ich suche jetzt gerade nach dem einen. Hier ist eine Gronkh, hat auch ein bisschen was dazu getwittert. Ja, ist auch ganz interessant. Kann man sich auch mal angucken. Pan, Nebelnik, Timo Wilken, genau das habe ich gesucht. Der war live vor Ort und hat da ein bisschen... Der ist SPD-Politiker, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat auch gegen Artikel 13 gestimmt. Der war auch bei den Trilogverhandlungen mit dabei. Der hat da direkt getwittert, als es soweit war. Was hat er denn hier geschrieben? Das ist jetzt ja nicht mehr ganz die neueste Nachricht, aber ja. Hier schreibt er, Sekunde schreibt er nicht. Er schreibt, wenn man ein Gesetz verantwortet, das Upload-Filter verlangt und dann sagt, es ginge nicht ums Filtern, aber Alternativen, die Rechteinhaber geschützt hätten, ohne zu filtern, verhindert hat. Genau, mein Humor. Ja, da geht es um den Herrn Voss. Der Liebe geht nämlich immer noch davon aus, dass sein Gesetz, das er dort eingebracht hat, in Artikel 13, dass das eine Wohltat für das Internet und für Kreativen und so weiter ist. Dass das ein gutes und schönes Gesetz ist. Ja. Identificate Worldwide Wohnzimmer. Hier hat sich, glaube ich, jeder dazu geäußert. Ich suche mal gerade den ersten Tweet, den er da rausgehauen hat. Ich habe es ja auch auf Twitter habe ich es auch geteilt, retweetet. Auf Instagram. Hier habe ich den. Der Deal zu Copyright steht, wenn das Parlament final zustimmt, bekommen wir Upload-Filter. Artikel 13, Hashtag Artikel 13, Save Your Internet. Ja. Der Upload-Filter. Wir haben den Upload-Filter im Trilog, durch die Trilog-Verhandlungen bekommen. Da haben wir den Salat, wo wir hier schon am Beet bauen sind. Und jetzt müsst ihr weiterkämpfen. Das ist ja mein Aufruf am Ende dieses Videos. Mein großer Aufruf, weiterkämpfen, nicht aufgeben. Ja, ich weiß, das Thema geht mir auch selbst schon bis sonst wohin. Ich kann den Artikel 13 nicht mehr hören. Upload-Filter, Artikel 13. Save your Internet, save your Internet. Ja, da machen wir auch mal ein Planschbecken draus. Aus diesem Feld. Oder so ähnlich. Ja. Und dann, ja. Wenn ich es richtig gesehen habe, muss ich mal kurz gucken in meinen Kalender, das habe ich mir nämlich schon eingetragen. Wann denn?
Hast du mir nicht eingetragen? Ist es verloren gegangen? Ich glaube, es war der 23. März. Es muss verloren gegangen sein. Am 23. März ist in ganz Europa, in allen großen Städten, sind da die Demonstration zu Artikel 13, gegen Artikel 13. Und ja, kann ich auch nochmal verlinken, bevor ich jetzt hier irgendwelche Scheiße wieder labere. Möhren anpflanzen, wo ich hier wieder Mist drumherum labere. Verlinke ich es euch lieber nochmal. Schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da ist viel, viel Gutes verlinkt. Informiert euch. Lest euch die Sachen durch und kämpft. Ich werde kämpfen gegen Artikel 13. Rettet unser Internet. So sieht's aus. Save your Internet. Save our Internet müsste es eigentlich heißen. Ja, und dann war dieser Part, glaube ich, lang genug. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Auf meinem Kanal wieder zum nächsten regulären Minecraft Armor Part. Ja, das war auch ein regulärer Minecraft Armor Part, aber ein vorgezogener Part. Ja. Habt ihr noch eine angenehme fürstliche Zeit? Trotz der Geschichte mit dem Upload-Filter. Hoffen wir das Beste, dass sich die Politiker noch umsehen und sehen, dass sie sich keine Freunde damit machen. Und hoffen wir, dass es da noch gut für uns endet und der Artikel nicht durchgesetzt wird. Ansonsten, YouTuber, die noch weitermachen, also die gerade erst angefangen haben und noch nicht große Netzwerke haben und so weiter, die werden damit erstmal ordentlich am Arsch. Ja, die Großen, die werden es schon irgendwie hinkriegen. Die kämen, die würden dann von YouTube irgendwie, ja, würden vielleicht begünstigt werden. Da hätten die Plattform Vertrauen in die, aber was die kleineren YouTube angeht, tja. Bis dahin, ciao, ciao.